Hi. Stellen wir uns auch vor. Hi, ich bin Miri, ich bin 29 Jahre alt und identifiziere mich als cis-hetero. Ich bin Yannick, ich bin 27, zum größten Teil schwul. Ich bin geboren und aufgewachsen in Stuttgart. Meine Mama ist deutsch und mein Papa kommt aus Benin. Mein Vater ist deutsch, aus dem Saarland. Meine Mutter ist in Amerika geboren und ihre Eltern sind in Mexiko geboren. Deutsch, American, Mexican, Mix. Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich häufig an der Tür oder meistens positive Erfahrungen mache, weil schwarz sein ist ja auch cool und irgendwie ein Trend. Und wenn ich Rassismus erfahre, der wenn dann sehr subtil ist, weil ich auch einfach noch mein Light Skin Privilege habe. Also wenn ich jetzt eine Dark Skin schwarze Person wäre, dann hätte ich noch mal eine ganz andere Lebensrealität. Ich glaube, wenn ich feiern gehe, kriege ich bestimmt 5 bis 10 Mal am Abend die Frage gestellt, wo ich herkomme. Echt? Das, ich zum Beispiel ja gar nicht. Ja, ich glaube, bei dir ist es vielleicht dann evidenter, dass es irgendwie die falsche Frage wäre. Bei mir ist es irgendwie so, ich gehe halt noch so in diese Schiene von, okay, ich könnte jetzt, keine Ahnung, noch Italiener sein oder Türke oder Latino. Und dann ist immer die Frage so. Viele Menschen, die sich die eben nicht betroffen sind von Diskriminierung, denken, sie müssen sich damit nicht auseinandersetzen. Wobei es einfach so ist, genauso wenig wie Rassismus nur der Kampf der schwarzen Menschen ist so, und wir die White Allies brauchen, ist es auch so, dass nicht nur queere Menschen sich mit Homophobie oder Transphobie auseinandersetzen müssen, sondern eben auch die Leute, die nicht betroffen sind, dass man irgendwie so das Mensch irgendwie gemeinsam daran arbeiten kann. Als schwarze Frau bist du halt von, also da kämpfst du halt an zwei Fronten, so Rassismus und Sexismus. Und also ich bin 1,95 Meter groß und Leute kommen einfach ungefragt und sagen mir so, oh, bist du groß oder warum bist du so groß? Ich wurde dann auch schon gefragt, ob ich vom Stamm der Maasai aus Kenia bin. Also es ist so dieses mich auf meine Größe ansprechen. Mhm. Da schwingt auch, glaube ich, immer so eine Art von Exotisierung mit, also oh, die große schwarze Frau. Ich glaube schon, dass es für schwarze Personen anders ist, weil einfach ja, wenig Repräsentation da ist. Also es gibt Situationen, wo mich Leute aufs Klo ziehen und zusperren und sagen, nur 1 Minute und ich sage nein, nein, nein. Ja, oder man wird halt einfach angefasst, ohne zu fragen, sei es mal irgendwie auch am Pissoir oder so. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man das so klären kann, außer mit den Leuten zu reden. Als schwuler Mensch oder als queere Person wächst man halt in dieser Welt auf, wo man das alles ja nicht kann. Und irgendwie ist das dann ja dieser Safe Space, wo wir alle frei miteinander machen können, was wir wollen, sag ich mal. Das habe ich immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen die Rule. Aber ja, dadurch ist halt auch die Frage, wann, wo ist da der sexuelle Übergriff oder wann wird man ein Nein akzeptiert? So. Ich bin da also inzwischen straight an die Tür. Also da denke ich mir so, nee, klar ist so der Lerneffekt vielleicht stärker, wenn du irgendwie so die Person zu dir nimmst und sagst, hey, du hör mal, das und das hat mich irgendwie gestört. Aber manchmal finde ich auch, ist so ein Abschreckbeispiel dann vielleicht auch wirksamer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich zum Türsteher gehe und sage, hey, mich hat gerade ein anderer schwuler Mensch oder queere Person mich angefasst, dass dann die gleiche Notwendigkeit besteht, diese Person aus diesem Raum zu exkludieren und irgendwie zu sagen, du fliegst. Ich glaube, da gilt ein anderer Standard. Sogar von meinen eigenen Freunden, wenn ich mal erzählt habe von diesen Situationen, war also die erste Reaktion, ja, vielleicht
siehst du zu einladend aus. Nein. Vielleicht bist du zu süß, vielleicht bist du zu bla oder ja, guckst du die denn an, lächelst du die an und dann weißt du, hä, aber irgendwie ist das jetzt doch das, was man das Opfershaming irgendwie eben, so. Also genau. Ich kann ja trotzdem auf der Tanzfläche sein und jemanden anlächeln oder irgendwie jeder freundlich sein. Schritt muss verhandelt werden. Das Gespräch mit Yannick war sehr interessant. Gerade so der Part, in dem er dann berichtet hat, wie er das Nachtleben erfährt bezüglich sexuellen Übergriffen. Das fand ich schon krass, dass er irgendwie das auf so einer regelmäßigen Basis erfährt. Also ich habe schon eine Art von Verbundenheit gefühlt, weil man ja irgendwie so gerade vielleicht so dieser, dass man irgendwie halb deutsch ist, dieser Aspekt. Ich glaube, da kann ich mit Leuten immer ganz gut connecten. Nur weil jetzt es normal ist, dass irgendwie Männer so beim Hallo sagen dann hier so an der Hüfte schon so rund. Darf ich? irgendwie so an der Hüfte schon so runtergehen. So dieses, für manche ist auch der Bereich irgendwie schon zu nah oder allgemein überhaupt angefasst werden. Und so, wir leben in einer patriarchalischen Gesellschaft und Sexismus ist einfach Daily Business.